So, willkommen zurück bei Kristall. So, sollte man eine Höhenerkundung? Was? Minecraft? Höhenerkundung? Ne, ich meine Stadterkundung machen. Nee, scheiß drauf. Ich habe keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Ganz ehrlich, ich habe echt keine Lust auf die Tosse daneben an. Die redet beständig mit ihrem Psycho-Quatsch mal. Ah, sorry, so viel RTL. Da läuft eh immer dasselbe Scheiß. Früher haben Pokémon nachts die Gewässer um Oliviana City erhellt. Der Leuchtturm wurde errichtet, um diese Pokémon zu ehren. Aha, interesting, interesting. Huch! Okay, es ist kein Trainer, hier gibt's Trainer, muss ich schon vorher warnen. Muss ich schon vorher warnen. Echt super, meine Grammatik. Ich werde in Deutsch nach der Schule, nach dem Ferienschreiben in die Schulaufgabe, werde ich so abkacken. Egal. Die Leute kommen zum Leuchtturm, um zu trainieren. Aufgrund der vielen Trainer ist es nicht einfach, sich bis ganz nach oben vorzukämpfen. Ja gut, if you mean. So, wir sind im zweiten Geschoss, zweites Erdgeschoss, wirklich Kevin, ist es dein Ernst? Na egal, hier ist der erste Trainer. Das ist kein Ort für Spielchen. Oh, da muss ich woanders mit meinem Ball Fußball spielen. Tut mir leid, dann gehe ich ja schon wieder. Hubert. Hallo, Herr Hubert. Hallo, ich setze mein Auto gegen dich ein. So, Gardos, unser frisch entwickeltes Gardos. Beiß ihn, nee, surf ihn nieder. Mann, jetzt bin ich aber krass drauf, ernsthaft. Oh, das sieht ja wenig ab, ey. Ich bin enttäuscht von dir, Garados. Wirklich, wirklich sehr enttäuscht. Du solltest dich schämen, so schwach zu sein. Deshalb werde ich nochmal angreifen. Und zwar mit einem Surfer gegen dieses Level 20er Noctu. Ha, Hypnose geht daneben. Pech gehabt. So, und jetzt, beiß ihn nieder. Surf ihn nieder, beiß ihn nieder. Ist das dein Ernst, Kevin? Ja, es ist mein Ernst. Mein völliger Ernst. Ich wusste, dass es jetzt Hypnose trifft. Und zwar wechsle ich jetzt aus dem Grund zu... Wohin genau? Genau aus dem Grund, weil jetzt aus dem... Aus dem Powers... Nee. Okay, jetzt müssen wir wieder richtig schätzen. Ich schätze, er greift. Ich prophezeie eine Hypnose. Vielleicht sollte man zunächst Bodyguard einsetzen. Genau, ist jetzt zunächst Bodyguard ein. Das schützt unser Uringenau vor der Hypnose-Attacke. Und jetzt Konter. Jetzt wird er mich bestimmt mit einer mit einer normalen Attacke angreifen. Jetzt trifft unser Konter. Und zwar ihm direkt ins Gesicht. Bam, bam, bam. In your face. Oh, das gibt Level für Erfahrungspunkte für meinen Wogen genau. Sehr schön. So stell ich mir das doch vor. Ah, ich sehe, du meinst es ernst. Natürlich. Natürlich spiele ich hier gerne Fußball. Ja, hier ist so viel Platz. Und es stört keinen. Bis auf euch Trainern, aber ihr seid mir egal. So. Surfer scheuen keine harten Kämpfe. Alright, dann werden wir dich jetzt aber kämpfen. Ich glaube, der hat ein... Jetzt, ich prophezeie! Moment, ich setze meine hellseherischen Fähigkeiten ein. Er setzt einen Quapuzzi ein. Na, oh, Quapse, verdammt. Also gut. Ah, Gardos pennt noch. Hey, hör auf, der Mittagsschläfchen zu machen, ja? Na, wobei, es ist fast Abend, also. Ach, auf! Schade, dass ich keine Pokéflöte habe. Umsonst könnte ich das Gardos sofort aufwecken lassen. Ich muss zugeben, ich schaue gerade nebenbei RTL, während ich gerade diesen Part aufnehme und da läuft ganz so ein möglicher Scheiß. Ich glaube, ich sollte mal die Stimmen nachsynchronisieren von so einer, also mal spaßeshalber sollte ich mal vielleicht eine Sendung aufzeichnen und es danach synchronisieren auf meine Weise. Aber ich glaube, das würde dann urheberrechtlich
beansprucht werden von RTL, wenn ich da, wenn ich da einfach die Sendung dann hochlade auf YouTube. Aber ich glaube, das funktioniert nicht, aber es wäre ganz geil, wenn ich sowas machen würde. Naja. Aber die Leute von RTL, die sind ja auch so Hochnasen. Reiche Säcke. Mit dem Geld in ihren Taschen, ne? Mit ihren Gewinnspielen. Ja. Und ihren Betrügereien. Habe ich alles schon gesehen. Ich kenne die ganzen Betrügereien auf YouTube. Ich sag nur Stefan Raab mit dieser, Nadaria Nandena oder wie die Schlampe auch heißt. Ja. Ich weiß schon, wie die denken. Ganz ehrlich, RTL ist echt voll scheiße. Ja, da hast du recht, Nadine. Da hast du recht. Und jetzt kommt Fabuzzi, oder? Natürlich. Na, was willst du, Katze? Hä? Was schaust du mich so an? Hä? Willst du hoch? Na los, komm. Komm her. Der hat keinen Bock. Die schaut mich gerade die ganze Zeit so an. Und schmeichelt sich bei mir ein. Aber ich fall nicht darauf rein. Oh, was ist das für eine süße Katze? Oh. Wenn ihr meine Katze sehen würdet, dann werdet ihr auch zusammenbrechen. Ich habe ein paar, ich glaube, ich könnte ein paar Katzenbilder von meiner Katze auf Facebook posten, wenn ihr wollt. Wenn euch das interessiert. Weil die ist richtig, richtig süß, würden manche Mädchen sagen. Ja, genau, kill dich selber. Dann ersparst du mir die Arbeit. Halt, Moment, du klaust meinen Job. Wir klauen unsere Jobs. So, Nepomuk ist down. Was ist das eigentlich für ein komischer Name? Kommst du aus Afrika oder was? Ich heiße Nepomuk. Okay. Wahrscheinlich übersteuere ich jetzt die ganze Zeit, aber ist mir egal. Hauptsache, ich bin cool drauf jetzt, oder? Warum bist du gekommen? Bist du zum Gaffen hier? Es ist besser, du gehst. Ja, Gaffen, das machen viele Leute, wenn ich zum Beispiel, ihr kennt auch bestimmt so Serien, so versteckte Kamera, ne? Wenn die Leute da erwischt werden, dann schauen die Passanten total neugierig da in die Kamera oder drauf hin, ne? Und, oh Gott, es kommt, was kommt jetzt? Was kommt jetzt bei RTL? Was kommt jetzt bei RTL? Familienbrennpunkt, oh Gott, das will ich gar nicht sehen. Moment, ich mach schnell meinen PC, mein Fernseher aus, Moment. So, jetzt, bevor ich noch zu einer RTL-Tusse montiere und Gaming scheiße finde, mache ich den Scheiß lieber aus, weil, ja, das ist total unrealistisch. Ganz ehrlich, das ist total unrealistisch. Die sagen immer ganz ehrlich, die Leute bei RTL. Ganz ehrlich, RTL sagt immer ganz ehrlich. Und deswegen bin ich so ehrlich, dass ich immer ganz ehrlich sage und mir meine ganz ehrliche Meinung über ganz ehrlich RTL sage. Genau. So, jetzt wechsle ich wieder zu wohin genau? Ja, wohin genau, genau. Wohin genau? Nein, ich habe nichts getrunken, falls ihr das gerade denkt. Ich bin ganz cool drauf. Gerade. Aber diese Konnette zieht zu wenig ab. Ja gut, passt eigentlich. Ja los, wohin genau, krieg mehr Schaden. Ey, wohin genau, du hast doch einen Schaden, oder? Wohin genau? So, jetzt haben wir dieses Taubsee endlich gekillt. Yes! Oh, wieder kurz vorm Level ab und so, wohin genau? Ich meine, wohin genau? Ich glaube, den Namen sollte ich vielleicht ändern. Wohin genau klingt viel cooler. Taubsi, hast du nichts Besseres? Komm. Ich kann nicht mehr weiterkämpfen mit wohin genau. Daher muss ich wieder zu unserem Garados wechseln. Nein, nicht Iglava, Garados. Garados, komm her, Garados. Okay, Garados. Ja, werde erstmal vom Windstoß getroffen, genau. Und jetzt, Surfer! So. Ich zitiere von der Bibel. Nämlich gar nichts. Irgendeine Noah-Geschichte oder so. Erinnere mich gerade an diese Surf-Attacke. Das Wasser steigt und steigt. So, nächstes Pokémon. Oh Mann, voll langweilig dieser Trainer. Ernsthaft. Ganz ehrlich, dieser Trainer ist voll langweilig.
Genauso wie die Kämpfe. Ich glaube, ihr sollt ich speeden. Ja, komm, wir haben die Speed-Taste so selten verwendet. Das kommt jetzt. Level 18. Und noch ein Taubsi. Hurra. So, das war's. Eugen ist down. Ich beäuge dich und deine Taubsis nicht. Du sorgst dich wirklich. Um was? Dass du nur Taubsis hast oder was? Ja, da sorge ich mich echt. Gut, Herr übrigens, das sind Löcher, diese schwarzen Dinger hier. Wenn wir da drauf fallen, da drauf gehen, dann fallen wir eine Etage tiefer. Nur so als Hinweis. Ich bereise die Welt, um meine Pokémon zu trainieren. Ich möchte mit dir kämpfen. Wer möchte das nicht? Ich bin hier volles Opfer, jeder will gegen mich kämpfen. Schon irgendwie, opfermäßig, ne? Naja, egal. Oh, ein Feuer-Pokémon. Frischfleisch für Garados. Oh, ich frage mich, wie die Feuer-Pokémon sich in dem, also in den Pokémon TV sind zumindest, wie sie sich reinigen wollen. Ich meine, Feuer-Pokémon sind anfällig gegenüber Wasser, ne? Und die können sich ja nicht ins... die können ja zum Beispiel nicht duschen, ne? Diese Feuer-Pokémon. Wie wollen sie sich dann reinigen? Ich meine, stinken die dann die ganze Zeit? Werden die dann zu Slimax oder... Ich habe keine Ahnung, wie sie sich reinigen wollen. Unglaublich, wie ich jetzt auf dieses Thema komme, aber egal. Fällt mir jetzt nebenbei so auf. Ich muss mehr trainieren. Ja, das solltest du. Mann, wir kommen hier durch wie... mein Schwanz durch? Durch gar nichts, nee. Jasmin, die Arena-Leiterin in dieser Stadt. Ich möchte, dass sie mit mir zurückkommt. Es ist besser, niemand stellt sich mir in den Weg! Ah, bist du Jasmins Freundin oder was? Hä? Wie heißt du? Ramona! Oh, Ramona! Hallo, Ramona! Oh, gleich mehrere! Oh, Wasser-Pokémon! Ah! Was machen wir denn mit diesem Wasser-Pokémon, Meryl? Haben wir das gegen Wasser? Ja, momentan nichts. Evoli, komm her! Du musst dich ja auch mal bald entwickeln. Aber ich sag euch nicht, zu welchen Pokémon sich Evoli entwickelt. Das bleibt ein Geheimnis, bis es sich entwickelt. Oh, komm jetzt auf mit deinem Walzer. Ich habe jetzt keinen Nerv, mit dir Walzer zu tanzen, Meryl. Hör auf damit. Was sagte ich gerade? Hör auf damit! Oder muss ich Sandwirbel einsetzen? Ich ruf gleich die Polizei. Ganz ehrlich, dieses Meryl stinkt sowas von sehr. Ich ruf gleich die Polizei. Bah! So, jetzt haben wir dieses Meryl mit dem Ruckzuck gekillt. Ganz ehrlich, das war leicht. So, jetzt, meine Pokémon! Gold hält 500 und irgendwas. 504. Na, meine Katze ist wieder da. Was willst du von mir? Hör auf, mich so anzuschauen, du machst mir Angst. Jasmin muss krank vor Sorge um das Pokémon hier sein. Man sieht sie momentan nicht. Einmal lächeln. Wahrscheinlich hat sie ihr Gesicht verloren, so im Zweiten Weltkrieg. Ey, was habe ich für eine Fantasie in diesem Part? Unglaublich, unglaublich. Krabi! Ich muss zugeben, das ist hier eine Spontanaufnahme. Ich nehme hier gerade spontan auf und es funktioniert. Ich bin cool drauf. Und ja, ich glaube, der Part wird auch ganz gut. Na, jetzt ist meine Katze hochgekommen. Jetzt steht sie gerade vor dem Mikrofon. Magst du was ins Mikrofon sagen? Ja? Magst du was ins Mikrofon sagen? Ja? Ja? Na, komm her! So, scheiß Katze, ey. Das muss ich selber im Let's Play streicheln. Unglaublich. Unglaublich. Also gut, jetzt habe ich voll das Multitasking. Ich muss meine Katze streicheln, Let's Playen und mir was einfallen lassen, was ich sagen möchte. Das ist... Ja, es ist... mehr als Multitasking. Und ich bin ein Mann, ne?
Ey, Multitasken gibt's doch gar nicht. Ja, ich weiß, die Klugscheißer-Alarm, ich weiß schon. Ey, komm, Katze, du musst jetzt runter. Geh runter. Jetzt aber... Komm, ich weiß, du genießt es gerade, dass du von mir gestreichelt wirst, Katze, aber jetzt komm doch mal wieder runter, ne? Ich bin beschäftigt. Ja, danke, jetzt geht's. Gut. Also, dieses Krabi macht mein... Nein, ich war gerade kurz abgelenkt wegen meiner Katze und so und da habe ich gar nicht gemerkt, dass mein Igel war, sehr großen Schaden bekommen hat wegen diesem Krabi. Aber ich glaube, der Walzer, der muss noch aktiv sein, oder? Oder ist der Walzer noch aktiv? Natürlich. Und wird's Monet kill? Natürlich. Oder? Ah, knapp. Was zum... Volltreffer. Okay, okay, okay. Ich nehme jetzt mal... Golbats. Los, Batman. Batman. So, Batman hat Krabi gekillt. So, und jetzt habe ich genau Level 19. Genau mein Alter. Yeah. Ich habe im Moment auch nichts zu lachen. Gut, ich glaube, wir sollten mal langsam unsere Pokémon heilen, aber ich glaube, wir schaffen es noch. Ne, wir schaffen es nicht mehr. Doch. Wir fliegen ziemlich hoch. Meine Vogel-Pokémon sind in Bestform. Nicht bitte, bitte keine Taubsies. Ich habe keinen Nerv für Taubsies. Ah, zum Glück habe ich Tag. Juhu, besser als Taubsie. Also gut, haben wir vielleicht einen Trank? Ich glaube, es wird langsam gefährlich, wenn wir weiterhin mit so schwachen Pokémon jetzt antreten, die geschwächt sind. Ich glaube, ich gebe Gyarados mal einen Supertrank. Ah, sehr schön. Besser kann man den Supertrank gar nicht einsetzen. Haben wir vielleicht noch einen Trank? Wir haben noch eine Minzbeere, die halt vor Schlaf, bla bla bla, sonst haben wir nichts. Oder? Nee, komm, wir haben nichts mehr. Und meine Stimme verändert sich. Meine Stimme verändert sich, weil ich zum Terminator werde. Obwohl ich den Film nie gesehen habe. Ganz recht, ich habe den Film Terminator nie gesehen. Und weiß auch nicht, worum es da geht. Ich weiß, erstaunliches Gesicht in euren... Erstaunliches Gesicht in euren... Was rede ich wieder für einen Scheiß, ey? Unglaublich. Ich glaube, ich trinke noch was. Moment, ich habe hier eine Flasche nebenbei. Oder ich glaube, gleich die Kiste gleich neben meinem... neben meinem PC hingestellt. So, damit ich hier jetzt etwas trinken kann. Falls ich kurz vom Verdursten bin. Forienschlag, was? Ist das dein Ernst? Na gut, je öfter die Attacke trifft, desto effektiver ist sie, ne? Ja, das ist mir schon klar. Ich glaube, Gyarados lernt mit Level 24 Drachenwut. Dann haben wir immerhin eine größere Auswahl an Attacken. Momentan muss ich unser Gyarados mit der Surf-Attacke wehren. Ich glaube, jetzt nehmen wir mal Alpollo. Ich glaube, dann haben wir sogar jedes Pokémon in diesem Part eingesetzt, ne? Ich hab's euch gesagt, wir kommen jetzt in diesem Let's Play weiter. Die letzten Parts, die waren ein bisschen langweilig, gebe ich zu, aber jetzt geht's auch richtig weiter. Wir sind wieder zurück im Pokémon Kristall. Und wann? Und dann wird dann wird bald wieder die Let's Play Pause starten. Aber das habe ich ja alles schon in einem Infovideo gesagt. Verdammt, ich habe es noch gar nicht gemacht, das Infovideo. Fail! Okay, jetzt muss ich es machen. Wenn ich es im Let's Play sage, muss ich es ja quasi schon machen, ne? Ach verdammt, unser Alpollo kann dieses Ibitak nicht angreifen. Also gut, komm her, Golbat. Du bist wieder mein Ersatz-Pokémon, meine letzte Rettung. Du weißt, was los ist, bis... ich weiß, bis. Zwei Flug-Pokémon treten sich gegenüber. Fällt mir jetzt gerade so auf. So. War es jetzt? Nein, noch lange nicht. Er hat noch einen Habitak. Habitak!
Okay, bis. Oh, ja, fast ein One-Hit-Kill. Und die Bissattacke, die zieht auch nicht so viel ab. Die hat, also die Bissattacke ist nicht so stark. Aber unser Golbat, das hat ja auch ein sehr hohes Level im Vergleich zu Habitak. Benno ist down. Ups, sie sind abgestürzt. Ja, die Terroristen vom 11. September sind abgestürzt, genau. Es wird langsam nicht mehr schön hier. Ein Sonderbombon. Das wird doch hier schön, noch schön hier. Yippie. Okay. Gut, ich gehe mal hier nach unten. Ich glaube, da muss noch die TM-Angeberei sein. Genau, TM-34, Angeberei. Verwirrt das gegnerische Pokémon und steigert seinen Angriff stark. Gut, ich glaube, soweit haben wir hier alle schon erledigt. Ich habe jetzt gedacht, wir brauchen zwei Parts für den Leuchtturm, aber wir schaffen es sogar schon in einem Part. Nicht schlecht. So. Matrosen sind nett und stark. Wer bist du? Ich bin bereit, dich zu erledigen. Pepe. Pepe, ist das nicht ein Fußballer? Der spielt doch für Spanien, oder? Keine Ahnung. Pepe ist am Ball. Okay, wir dann Quapuzzi. Dann wechsle ich wieder zu Golbat. Meine letzte Hoffnung mal wieder, weil unsere anderen Pokémon sehr geschwächt sind. Außerdem soll sich Golbat ja zu X-Bad entwickeln. Gut, es ist das Quapuzzi verwirrt. Ist ja schon mal ein guter Einstieg in den Kampf. Und jetzt wieder dasselbe wie vorhin, bis ihr habt's erfasst. Er macht mein Golbat nass. Verdammt, hat jemand ein Handtuch? Und das Handtuch nicht vergessen. Ja, danke, Tauli, danke, dass du mich darauf hinweist. Also gut, das war's schon. Er hat nur ein Quapuzzi. Na gut, du bist auch nett und stark. Ist mir auch noch Komplimente machen. Ja, danke. Ein Alter. Gut, ich frage mich, was passiert, wenn wir hier... Ich bin eine Blondine! Damit könnte man eine Blondine für ihr ganzes Leben beschäftigen. Oh Mann. So, hier ist wieder ein Matrose, der letzte in dem Turm. Ich hatte vor, gegen Jasmin zu kämpfen, aber sie ist nicht da. Wie wäre es mit dir? Ja, meinetwegen. Aber du wirst verlieren. Oh, drei Pokémon. Cornelius. Kennt ihr jemanden, der Cornelius heißt? Ich kenne niemanden, der Cornelius heißt. Oh, hi, Cornelius ist da. Okay, Cornelius ist gerade gekommen. Hey, Cornelius, was geht? Mir geht's gut. Ah, freut mich. Okay. Habe ich jetzt echt gegen... habe ich jetzt echt Surfer gegen Macholle eingesetzt? Wollte ich gar nicht. Warum habe ich es dann gemacht? Ach, richtig, ich war gerade... nicht so aufmerksam. Okay, Macholle ist down und der Level 20 für Gyarados. So, das nächste... spielen ein Quapuzzi, okay. Golbat, komm her. Ich kann nur hoffen, dass unsere Pokémon bald wieder auf demselben Level sich dann befinden. Weil momentan sind unsere Pokémon auf den unterschiedlichsten Leveln. Unser Wingenau ist auf Level 20, glaube ich, ne, 19. Unser Golbat ist auf Level 29. Also, unsere Level sind schon sehr unausgeglichen von unserem Team. Das müssen wir ändern. Ja gut, jetzt hast du Wingenau Level 20. Ein Macholo. Was machen wir gegen Macholo? Ich würde sagen, wir lassen Golbat noch draußen. Und mir wäre es auch gut, mir wäre es auch lieb, wenn Alpollo bald eine starke Attacke lernen würde. Ich glaube, Alpollo lernt mit Level 36 Traumfresser. Die können wir dann mit Hypnose kombinieren.
Dann hat Alpollo eine Alternative gegen Normal-Pokémon. Dann kann unser Alpollo endlich Normal-Pokémon zeigen, was es drauf hat. Warum setze ich Blutsauge gegen einen? Okay. Denkfehler, ich weiß. Selbst verletzen. Verdammt. Nur 2 KP. Unglaublich mächtiger Fußkick gegen eine Fledermaus. Zieht nur 2 KP ab. Stell ich mal vor im Real Life. Der Klitschko haut so mit seinem Fuß. Oder der kickt so mit seinem Fuß nur so eine Fledermaus. Und die Fledermaus ist unbeeindruckt. Gut, noch ein Angriff und Machol ist down. Ich schätze, Machol hat nur noch ein KP. Und dem werden wir ihn jetzt aus seinen Adern aussaugen. Ich will diesen 1 KP haben. Habe ich den schon bekommen? Ja. So, Cornelius ist down. Ist doch ein römischer Name, oder? Wow, du hast mich überwältigt. Gut, hier ist wieder ein Item. Ein Superschutz. Ich glaube, den werden wir später brauchen, wenn wir nach... Wie heißt die Stadt? Werden wir zu dieser Wasserstadt kommen. Zu dieser Inselstadt. Egal, wir sind jetzt im obersten Erdgeschoss angekommen. Und das ist Jasmin, die Arenaleiterin von Oliviana City. Dieses Pokémon hat das Meer immer erleuchtet. Aber plötzlich wurde es krank. Es schnappt nach Luft. Ich weiß, dass es eine gut sortierte Apotheke in Anemonia City gibt. Aber dafür musst du über das Meer. Und ich kann Amphi nicht unbeaufsichtigt zurücklassen. Vielleicht könntest du die Medizin für mich kaufen oder besorgen. Bitte. Ja, kann ich machen. Schon wieder ein krankes Pokémon. Im letzten Part war es ein Miltank und jetzt haben wir hier ein krankes. Ampharos. Es hat Probleme mit der Atmung. Also gut, ich zeige euch jetzt unseren Plan, was wir jetzt machen müssen. Wir müssen jetzt zu dieser Stadt hier übers Meer quasi nach Anemonia City. Dort bekommen wir die Medizin für das Ampharos und dann müssen wir wieder zurücklaufen oder beziehungsweise bekommen wir dort die VM Fliegen. Haben wir denn ein Pokémon, das fliegen kann? Ja, Golbat kann fliegen. Ne, Golbat kann nicht fliegen. X-Bat kann fliegen, aber wir müssen unser Golbat bis dahin entwickeln. Damit wir hier nicht wieder zurücksurfen müssen, weil ich hasse Wasserrouten, wie ihr wisst. Und ja, haben wir das erledigt. Können wir gegen die antreten, kriegen wir unseren neuen Orden und dann gehen wir auf nach Osten. In die DDR quasi von Johto. Ja, und holen uns die letzten 2 Orden und dann geht's in die Pokémon-Liga. Soweit unser Plan. Jetzt gehen wir mal erstmal aus dem Leuchtturm heraus. Gut, dass es hier solche Falllöcher gibt. Wäre das ein Yu-Gi-Oh! Spiel, müsste man wieder komplett zurücklaufen. Weil die Yu-Gi-Oh! Spiele so drauf programmiert wurden, dass das möglichst viel Zeit totgeschlagen wird. Für unnötiges Laufen. Ist mir so beim Spielen des 2011ers aufgefallen. Werden wir natürlich alles let's playen, ist alles klar. Yu-Gi-Oh! Werden wir alle, falls dies Spiele durchspielen. Heilen wir zunächst unsere Pokémon, damit sie wieder auf Trab sind. Ich glaube, wenn wir schon dabei sind, hole ich mir auch gleich die VM Stärke. Die finden wir auch hier in Oliviana City. Aber ich weiß nicht so genau, in welchem Haus. Ich muss schauen, hier vielleicht? Ach, Tatsache, in diesem Haus, okay. Ha, deine Pokémon sind denn nur Fliegengewichte. Sie haben nicht die Kraft, Felsen aus dem Weg zu räumen. Hier, nimm das und bring ihnen Stärke bei. Und vor allem 4 für uns. Der Einzige, auf den du dich auf hoher See verlassen kannst, bist du selbst. Ich bin so stolz auf mich selbst. Scheiß Egoist. So. Gut, hier ist die Wasserroute und hier geht's auch nach... ich habe die Stadt schon wieder vergessen. Anemonia City, oder? Keine Ahnung. Egal. Bis zum nächsten Part, dann gehen wir übers Meer. Also, ciao.